Ich ging nie mehr zurück, das ist Vergangenheit. Und der Bruder dachte, das schafft er nicht mehr. Zieht alles runter, macht das Licht aus. Wir haben uns wieder hier ein bisschen getrocknet. Und falls ihr nicht wisst, warum wir im letzten Video ein bisschen weinen mussten, besonders ich, weil ich bin ja sentimental, du ja nicht. Reden Sie weiter. Dann schaut gerne das Video an. Also unsere Lieblingsshows, ich Top 5, ich habe ja wie immer nur 3 und jetzt geht's ja um die Flop 5. Und ich habe immer nur 3. Ah, das ist einmal, weißt du, das ist mein investigativer Journalismus, der strich da halt also, davor. Also wir sagen jetzt euch, was unsere wirklich schlimmsten Shows, egal ob es Musical oder sonst irgendetwas war, war, was wir je auf der ganzen Welt gesehen haben. Und Michelle hat 5, ich habe nur 3. Ja, mir fällt gerade noch eins, außer Konkurrenz, weil ich mir gerade nicht... Wir waren mal in diesem Zirkus Barnum, weißt du noch? Die war auch richtig grausam, wo die eine Let It Go gesungen das hat. Das war eine von meinen, danke. Achso, erzähl's gleich, erzähl's gleich. Guter danke. Teaser. So, auf Platz 5 bei mir. Es kommt allerdings auf die Inszenierung an. Was? Und es war, ich weiß nicht, ob der an Abend nur deshalb so scheiße war, weil der eine halt nicht wirklich singen konnte an dem Abend aus Krankheitsgründen oder weil es einfach eine miese Show war. Saturday Night Fever in der Tourversion von Frank Sehr. Das war wirklich, also eine Katastrophe. Es stand einer auf der Bühne, er kann ja nichts dafür, ja. Der war halt sterbenskrank. Dann haben sie irgendwie den Gesang aus dem Off eingespielt. Er hat versucht zu singen und gleichzeitig auch noch zu reden. Dann waren irgendwie so zwei Bühnenteile, die fast immer auseinandergeflogen sind. Es war, und außerdem ist Saturday Night Fever, jetzt mal ganz im Ernst, also so eine Show wie Scheiße, also, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, das sind doch diese 70er-Kisten immer, die 70er-Kisten, oder? Ja, es ist doch, ja, aber das da war... Da hat die Frau noch richtig an Herd gehört und so, weißt du? Ja, das ist so. Aber das ist halt auch mit dieser Vergewaltigung dann am Ende und so. Also, ich werde nicht warm mit Saturday Night Fever irgendwie. Ja. Nee, das ist ähnlich wie Dirty Night Dancing. Fever. So, auf Platz 4... Ja. Auch, oh, das war so krass. Also du machst jetzt als erstes bis zur 3 und steigst du mit 1. So. Ja. Auf Platz 4. Ein Musical, ich kann mich gar nicht mehr an die Story erinnern, aber die war sowas von dämlich banal. Es war so ein Ding, wo sie quasi so Best-of-Songs gesungen haben und eine neue Show verwurschtelt, was? Meine ich. Was denn? Und es war Sommer in Dinkelsbühl. Weißt du? Wirklich, eine Story... Also wirklich, also für einen Garten reicht's. Also es war wirklich so, also nee, ich kann zu dieser Bruder, wir verlinken es einfach mal, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das Lustige ist ja, also falls ihr wusstet, also was wir in dem Video gesagt haben, wir waren wirklich nicht sehr nett. Nee. Und die richtige Show ist ja erst danach losgegangen, als wir dann so in den Fokus von den Menschen um diese Produktion da gekommen sind, die sich sehr derbe ausgelassen haben, was wir dazu gesagt haben. Ja, aber es war halt ein Scheiß. Mein Gott, was soll man denn machen? Absoluter Mist. Ja. Ich meine, die können ja nichts dafür, dass sie es spielen. Weißt du, ich meine, die müssen auch irgendwo... Also, naja, aber anyway. Der es geschrieben hat, der kann schon sehr viel. Ach, hat er uns auch geschrieben? Das weiß ich ja nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Es haben sich einige beschwert. Nee, ich habe mich über die Show beschwert und über den Trommler. Und der wissen wir, wer das ist. Der Grieche. Oh, ich weiß jetzt wieder. Ja. So, anyway. So, noch ein Grund mehr, dieses Video anzuschauen. Ja, ein Ding, was du schon gesagt hast, das ist wirklich absolut schrecklich. Ich habe die Top jetzt 1 übrigens immer noch nicht. Du bist aber jetzt auf Platz 3, ne? Ja. So. Wir waren hier 2 Meter entfernt von, also in diese Richtung ist eigentlich eine Wiese. Und das ist auch gut so. Und gerade steht auch dieser Zirkus drauf. Und da waren wir mal vor einigen Jahren drin. Ja, wir waren im Zirkus. Wir fanden es auch nicht toll, aber es ist halt... Nee, wir müssen uns ja auch aus professionellen Gründen richtig. Viele Dinge anschauen, um dann danach zu sagen, das ist ein richtiger Scheiß. Wir müssen dazu sagen, wir gehen auch nicht mehr in den Zirkus, weil der Adrian hat eine Pferdehaarallergie. Was immer ein guter Grund ist, eine Show vorzeitig zu verlassen. Ja, und also, die von Cavaluna wollten uns auch nicht da haben. Nee, Cavaluna. Ja, nee, was soll man sagen? Ja, und irgendwann hat dann höchstwahrscheinlich eins der Kinder dann angefangen, Let It Go zu singen. Also wirklich, also absolut, also ultra schrecklich. Und irgendwann dachten sie dann auch... Töne treffen war besser als der Messerwerfer. Oder irgendwann dachten sie dann auch... Jetzt reicht es dann auch und haben hier einfach abgedreht. Und in der Bridge dieses, ich ging nie mehr zurück, das ist Vergangenheit. Und der Bruder dachte, das schafft er nicht mehr, zieht alles runter, macht das Licht aus. Ja, und sie hat aber weitergesungen dann, aber das Mikro war auch aus. Sie hat aber böse geguckt in unsere Richtung, weil er dann nämlich direkt vor uns stand. Aber wir hatten auch schon an dem Zeitpunkt, ich glaube, leicht lachen müssen. Ja. Aber wir waren auch die Einzigen im Zelt, die gelacht haben. Wir waren auch nicht so viel in diesem Zelt, aber so, nee. Das war wirklich, und aus diesem Grund, Zirkus nur gute. Also und es gibt sehr viele gute. Zirkus Flickflack, Cirque du Soleil, ja. Da muss man reingehen. Ja. So, auf Platz 3 ein Musical.
Oh, bitte sag aber nicht wieder eins, was ich habe, sonst ich... Ich weiß es nicht, aber es ist auf Platz 3 ist ein Musical. Das haben wir zwei wahrscheinlich nicht verstanden, weil wir nicht damit groß geworden sind. Ich weiß, dass sehr viele Menschen mit diesem Humor und mit speziell diesem Stück groß geworden sind. Ich zum Beispiel bin mit Otto Walkes groß geworden. Ich kann die ganze Platte auswendig und so weiter. Später kam die Wochenshow. Ich kann Zurück zum Glück. Ich kann das immer noch. Ich kann dir die Ricky nachmachen. Das ist krass. Nein. So, Leute. Und es gibt halt Menschen, die sind mit einer anderen Art von Humor aufgewachsen. Deswegen haben wir diese Show nicht verstanden. Wir fanden es aber auch mies. Es war absolut nicht lustig. Wir sind, glaube ich, sind Menschen noch vor der Pause gegangen. Da haben wir uns nicht zugezählt, aber in der Pause war weg. Da Watzmann im Deutschen Theater München. Das tourt ja, glaube ich, ab und zu mal noch. Ich habe gedacht, die ganze Zeit, du hast über was anderes gesprochen, auf deiner Liste hat. Es ist der Watzmann. Der Watzmann ruft, keine Ahnung, der Watzmann nervt. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, aber der Watzmann. Aber ich glaube, wenn man das liebt, und wir hatten auch schon einige, die damit aufgewachsen sind, sagen, ich habe schon früher den Watzmann gehört, gedengelt oder sonstige Dinge. Und die hatten halt nur die eine Schallplatte. Das ist halt, die wurde an Weihnachten wurde immer in der guten Stube dann die Platte aufgelegt und dann wurde sich 45 Minuten lang der Watzmann angehört. Das war wirklich schlimm. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich kann mir noch eine Top 1 irgendwie erschleichen. Ja, mach doch mal Platz 2. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, und das war wirklich schrecklich. Also es ist ein Musical. Ja. Und ich sag dir nur, die Leiter. Moment. Die Leiter. Eigentlich das ganze Bühnenbild bestand nur aus einer Leiter. War das in Fürth? Nein. Ach, ich dachte, du meinst jetzt mit diesen Briefen wo. Thomas Borchert, wir mögen es ja. So. Ja, natürlich mögen wir Thomas Borchert, aber das Stück war halt mies. Nein, ich spreche davon, ich glaube, viele Menschen sind da mit einer Erwartung reingegangen, die mit der Leiter nicht ganz erfüllt wurde. Die sind reingegangen und wollten etwas Revolutionäres sehen und haben dann eben die Leiter vom Obi gesehen. Die Miserable. In der Miserablen von, wer hat das aufgeführt? Highlight-Konzert war das? Ja, ich glaube, wie auch immer das war. Die Hilsberg-Schwestern haben doch da drin gesteckt, oder? Ja, unter anderem. Wo die eine immer bei Helene Fischer an Weihnachten dirigiert. Das kannst du auch besser tatsächlich als das. Also Les Miserables in dieser Tour, die also wirklich sehr miserabel war. Also Barrikade, ja. Inspiriert vom Buch. Das war wirklich absolut schlimm. Ich kann es nicht anders sagen. Das war auch wirklich so eine Show. Sie haben die Rechte wahrscheinlich nicht an Les Miserables gekriegt. Die sind auch sehr schwer. Haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt halt unser eigenes Ding, schreiben ganz neue Songs. Und die Hälfte des Publikums war vielleicht enttäuscht, dass sie nicht die Originalsongs bekommen haben. Das war wirklich schrecklich. Ein Bums war das. Auf Platz 2 auch so ein Ding, wo man vielleicht hätte meinen können, man guckt sich das Original an und da war es was anderes. Echt? Oh, das war die absolute Bumsproduktion, wo uns dann die Cast noch unterstützt hat und später geschrieben hat auf dem Bus raus. Die mit den Läusen? Nee, das war doch die Kretze. Die Kretze rumging in den Kostümen. Das Phantom der Oper von N.C. Weber. Legendäres Video, guckt es euch an, ich möchte dazu nicht mehr sagen, aber das Phantom der Oper von N.C. Weber gibt es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Nee, aber das ist wirklich die Sache, die mich auch persönlich am längsten unterhalten hat, weil uns immer irgendjemand anders geschrieben hat, dann mit, die heißt gar nicht Nina Karina Weber, sondern irgendwie anders und guck mal da, oder sie heißt, es war ein himmelweite Sache, die... Hatte mit Phantom der Oper eigentlich gar nichts zu tun, außer dass es irgendwo mal ein bisschen die Geschichte war. Aber... Mal ganz im Ernst, also so viel Spaß hatten wir selten. Also wirklich so viele Menschen, die uns geschrieben haben und wieder Details ausgepackt haben. Haben wir uns den zweiten Akt denn angeschaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben uns, glaube ich, noch mit dem Produzenten getroffen und haben gesagt, den Scheiß, tut uns leid, aber den zweiten Akt können wir uns nicht anschauen. Ja, und es haben viele auch von der Produktion verstanden, dass wir es nicht angeschaut haben. Das Lustige war, weißt du noch, die hatten noch VIP-Tickets für die erste Reihe, damit du eine Backstage-Tour machen kannst für dieses Musical. Und da saßen sie mit Programmheft und Sekt in der ersten Reihe und es waren genau zwei Menschen, die in der ersten Reihe saßen. Wir saßen in Reihe 2 und vor uns saßen welche, die VIP-Tour hatten. Was hieß denn da? Eine Traverse. Die waren super. Ich meinte, wir saßen... Und hier ist der Notausgang. Nun ja, das war... Das war diese eine bedruckte Plane dann auch, die aber nicht ganz nach unten ging. Also, genau die. Wo du schon gesehen hast, hinten dran ist noch was anderes. Es gibt so viel Scheiß auf dieser... So dein Platz 1. Das war... Also ich habe eigentlich keinen und deswegen möchte ich anschließen. Es gibt eigentlich noch mal was Schlimmeres als Les Miserables auf der Tour. Wir haben mal Les Miserables in Ötekheim angeschaut. Oh Gott, das mit der Ukulele. Ja, und seitdem, unsere Bekannten und Verwandten sagen seitdem nur noch zu Michelle,
hoffentlich kommt keine Ukulele, weil wir haben irgendwie über Umwege erfahren, nicht nur die Tour anscheinend wollte mal Original Les Mis spielen, sondern die wollten auch mal Original Les Mis spielen, bis sie dann eben gemerkt haben... Es gibt einen Beitrag im SWR, wo der wirklich sagt, wir wollten es machen, aber... Ja, bis sie dann mal gedacht haben, du, wir verkaufen es mal und fragen dann mal bei dem Macintosh so nach... Gib uns mal einfach die Bücher und wir spielen das dann mal so. Und das hat anscheinend so mittel funktioniert und die haben so eine Produktion wirklich, also das war noch schlimmer, finde ich, als die Hilsberg-Version davon. Also das war wirklich... Und aber das Bühnenbild war besser. Es war musikalisch der absolute Graus. Also wirklich von vorne bis hin und ich wüsste nicht, wie die der Truppe, wie die Truppe cool. In irgendeiner Art und Weise Les Miserables spielen sollte. Deswegen Les Miserables zweimal und vielleicht fällt mir noch was ein und dann schreibe ich es euch nochmal in die Kommentare drunter. Deswegen, Überleitung weiß nochmal, wir kommentieren gerne mit euch. Ich habe meine Nummer 1 noch gar nicht gesagt. Nee, echt nicht? Aber schön, dass du, sag doch jetzt schon mal, dann sag ich nochmal Nummer 1. Jetzt ist der Track, also, weißt du, so ein bisschen der Cliffhanger. Wir kommentieren gerne mit euch auf Facebook, Instagram und im YouTube. Was sind denn für euch die absoluten Schrottproduktionen, die ihr je angeschaut habt? Und wir sind mal sehr gespannt. Mir fällt bestimmt noch was ein, dann kommentiere ich es auch drunter. Was ist denn deine Top 5? Also, ich hatte mir bei diesen Top 5 wirklich schwer getan, weil so die Top 3, weißt du, die kannst du theoretisch alle auf Platz 1 packen. Die waren alle mies. Die waren wirklich mies. Aber wir waren in einem Musical, wo wirklich Musical drauf stand. Ich glaube, das Ding gibt es immer noch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht eventuell was ganz anderes mittlerweile ist. Mittlerweile nur noch eine One-Man-Show. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es momentan machen. Damals wurde es aber als Musical verkauft, ja? Ein Gedicht. Ein Gedicht, ja. Dieses als die Zitronen sauer wurden. Ja, ne? und zwei es waren mal zwei Melonen, die haben... Ja, wir waren in so einem Heinz Erhardt Musical. Irgendwas mit der komische Schelm oder der diebische Schelm, ich weiß es nicht mehr. Und ich liebe Heinz Erhardt, ich finde richtig gut. Ja, der Typ, der diese Heinz Erhardt Parodie da gemacht hat, der war auch gut, aber der Rest war einfach nur... Also das war wirklich zum Fremdschämen. Und auch die vor uns, die haben gesagt... Was ist denn das? Und keine Ahnung, also wir sind gegangen, also es gibt auch eine Review. Und dieses kleine Bühnenbild, was auch da gestanden ist mit so echt den ältesten Scheinwerfern, die man irgendwie nur bekommen kann. Und Musical, also... Das war kein Musical. Es war kein Musical. Aber es verkauft besser als Musical wahrscheinlich, oder? Ja, bist du auch mehr enttäuscht, wenn da Musical. Also als Show hätte ich es vielleicht auch durchgehen lassen, aber als Musical war es absolute Katastrophe. Echt, wir wären auch als Show gegangen. Aber irgendwie zieht mich das jetzt total runter. Das andere Video war viel schöner. Da kann man sich an diese schönen Momente erinnern. Ich habe noch eine Elisabeth-DVD, wo Serkan Kaya singt. Die können wir uns jetzt angucken. Da haben wir gute Laune. Das ist wir haben keinen DVD-Player. Aber wir haben keinen DVD-Player. Das war's halt. Scheiße, dass ich eine Überleitung jetzt gekillt habe. Aber wir haben leider keinen.